Lange wurde spekuliert, seit heute ist es Gewissheit. Mats Hummels verlässt nach 8,5 Jahren Borussia Dortmund und wechselt für rund 35 Millionen Euro zum FC Bayern. Beim Rekordmeister spielte Hummels schon in der Jugend, konnte sich nach ersten Bundesliga-Einsätzen dort aber nicht durchsetzen. In Dortmund reifte Hummels unter Jürgen Klopp zum Weltklasse-Innenverteidiger. Auch deshalb wollte Thomas Tuchel seinen Kapitän nicht zu unserem größten nationalen Konkurrenten ziehen lassen, hielt sich mit öffentlichen Aussagen aber meist zurück. Die Situation ist so, wie ist, und hat der Mats auch seinen Anteil daran, dass sie so ist, wie sie ist. Also man könnte ja sagen, er hätte schon lange unterschreiben können, dann wäre es auch leichter. Spätestens nach den kryptischen Aussagen Hummels, die anstehende Entscheidung raube ihm den Schlaf, gegen die Spur Richtung München. Irritationen gab es allerdings, als Uli Hoeneß sich einmischte. Offensichtlich ist es ja so, bei im Falle von Mats, dass im Moment zumindest, was ich höre und lese, sein Wunsch ist, nach München zu kommen. Und ich meine, wenn einer an die Tür klopft, dann wird der FC Bayern schlecht beraten sein, die Tür nicht aufzumachen. Inzwischen sind alle Unklarheiten beseitigt, der Wechsel ist perfekt. Borussia Dortmund verliert seinen Kapitän, seine Galionsfigur, ausgerechnet an den FC Bayern. Mal wieder.